Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute eine Botschaft für genau jetzt legen. Ja, schau bitte, ob du in Resonanz gehst. Vielleicht sollte ich genau jetzt diese Botschaft erreichen. Und wenn nicht, dann klicke einfach weiter. Okay, dann nehmen wir zuallererst ein Krafttier-Orakel. Da ist schon eine gefallen. Sei geistesgegenwärtig, ja, lebe im Hier und Jetzt und sei vor allem auch wach, ja. Genau, hier spricht auch so ein bisschen die Weisheit, so nach dem Motto, vielleicht, genau, so ein wacher Geist sozusagen. Versuche, wenn du jetzt das Gefühl hast, es gibt Täuschungen in deinem Umfeld oder vielleicht auch, dass du in einer gewissen Situation wirklich einfach wachsam sein sollst. Das ist hier die Botschaft. Lass uns mal noch ein Mondorakel nehmen. Was haben wir hier? Wir haben hier, ja, vertraue dem Göttlichen, ja, vertraue dem Universum und genau, lass dich ganz intuitiv führen, ja, und lass dich nicht vielleicht auch von äußeren Umständen vernebeln, sage ich jetzt mal, nicht, dass du unbewusst von deinem Weg abkommst durch zum Beispiel äußere Umstände oder Menschen, ja, dass du vielleicht da auch auf einem falschen Weg vielleicht geleitet wirst, wo du gar nicht hingehörst. Lass uns nochmal sechs Tarotkarten legen, die wir dann auch abklären. Wir haben hier einmal die zwei der Schwerter, die Stärke, den Stern, die Welt, wow. So, dann schauen wir mal, die zwei der Stäbe. Und wir haben den Teufel. Okay, dann klären wir die Karten nochmal ab, damit wir einfach auch tiefer reinschauen können. Dazu nehme ich heute die Secret Key Cards, also auf die zwei der Schwerter. Das ist sehr interessant. Schau mal, wir haben ja hier schon gesagt, eventuell gibt es Täuschungen in deinem Umfeld oder dass du vielleicht auch so ein bisschen auf dem falschen Weg so gerichtet wirst. Und zwar haben wir hier die Schwiegermutter auf die zwei der Schwerter. Das muss jetzt keine Schwiegermutter sein, sondern einfach nur eine Beeinflussung von außen, die dich vielleicht auch versucht zu kontrollieren, ja. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht durch irgendwelche andere Situationen dich an einen Ort gefesselt fühlst, ja, und dadurch irgendwie nicht weiterkommst oder nicht weiter auf deinen Weg weiterkommst. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast, du bist hier nicht auf dem richtigen Weg, dass du das versuchst zu manifestieren, wo du hin möchtest. Das heißt, in das Gefühl kommst, dass du es bereits hast, ja, dass du es bereits bist, dein Wunsch, und dann wirklich das Vertrauen an das Universum abgibst und gar nicht nach dem Wann oder wie es auf deinen Weg kommt frag, sondern dich ganz intuitiv eben führen lässt, ja. Genau, aber zuallererst erstmal die Dinge auch ausfindig machen, wo du das Gefühl hast, die halten dich wie so ein Band zurück am Rücken, ja, da kannst du nicht nach vorne gehen, genau, dass du da eine Entscheidung für dich triffst, dass du da weniger Zeit investierst oder einen kompletten Cut machst, ne? Das kann zum Beispiel auch eine Arbeitsstelle sein, wo du todunglücklich bist. Genau, all das kann, wie gesagt, je nachdem, mit was du in Resonanz gehst, die Schwiegermutter kann auch rein theoretisch für falsche Lebensweisen stehen, zum Beispiel zu viel Social Media oder, ne, zu viel Netflix, sodass man gar nicht, sag ich, oder dass man da auch eben sehr viel abgelenkt wird. Okay, dann auf die Stärke. Hier haben wir den unabhängigen Mann. Ja, vielleicht hast du hier auch eine männliche Person in deinem Umfeld, ne, der sehr, sag ich mal, auch manchmal sehr distanziert wirkt, den du vielleicht manchmal gar nicht so wirklich einschätzen kannst, der mal kommt, dann geht er mal wieder. Und hier geht es tatsächlich darum, wirklich so deine Selbstermächtigung an dich zurückzuholen, egal was im Außen passiert, dass du dich in dir selber stark fühlst, ja, dass du keinen anderen Menschen brauchst, um dich stark zu fühlen. Das ist hier die Botschaft für dich. Und genau, das ist hier einfach nochmal eine Botschaft, die hier reinkommt. Lass uns mal auf den Stern schauen.
Wir haben hier den Bettler auf den Stern. Ja, auch wenn du hier unter Ängsten leidest, ja, sei es etwa mit diesem Menschen hier beispielsweise, oder vielleicht hast du auch Angst vor Veränderungen, weil dann vielleicht auch Ängste hochkommen, wenn ich jetzt den anderen Weg einschlage, dann könnten mir hier auch finanzielle Sorgen zum Beispiel reinkommen. Ja, oder ich kann hier etwas verlieren. Also das ist so eine Mangelenergie. Dann hab wirklich auch wirklich nochmal dieses Vertrauen. Vertraue dem Universum. Geh einfach in die Frequenz deines Wunsches rein, denn du darfst hier wirklich groß auch wünschen. Na, hier ist auch nochmal die Botschaft für dich. Wünschst du überhaupt groß genug? Ja, wir sind grenzenlose Wesen, wenn wir daran zutiefst glauben und davon überzeugt sind. Und hier kannst du auch nochmal einen Rundumschlag machen und dich fragen, wünschst du groß genug? Ja, und ich finde auch die Frage immer ganz gut, sich selber zu stellen, was wäre, wenn du nicht scheitern würdest? Wo würdest du dann hin wollen? Ja, so können wir auch nochmal wirklich ganz klar sehen, wo wollen wir denn auch wirklich hin, wenn wir nicht scheitern könnten? Dann hilft es wirklich nochmal leichter, grenzenlos zu denken und auch vor allem zu wünschen, ja, und wirklich den Horizont auch zu erweitern. Das ist ganz wichtig. Und das Universum möchte dir auch sagen, hab bitte keine Angst vor schlechten Veränderungen, weil wenn wir das Schlechte erwarten, dann manifestieren wir auch das Schlechte, ja. So, dann haben wir auf die Welt die Welle. Ja, hier ist ein großer Umbruch angezeigt für dich, ja, ein neues Kapitel möchte hier rein in dein Leben. Das kann sich erstmal für dich ja, wie eine große Welle anfühlen, ja, vielleicht auch ein bisschen Überforderung, weil vielleicht ganz schnell etwas ad hoc in dein Leben kommen möchte. Aber hier sei gespannt, solange du in deiner Frequenz des Wunsches bist, hat das wirklich ein durchaus tolles neues Lebenskapitel, was hier für dich angezeigt ist. Ein großer Umbruch ist hier auf jeden Fall angezeigt. Und wir sehen ja auch, die Frau ist hier glücklich, ja, die hier durch diesen Kreis in dieses neue Kapitel auch reinläuft. Also nämlich diese Veränderung tatsächlich eher als etwas sehr, sehr Positives war. Nur darfst du hier, wie gesagt, noch so ein bisschen die Augenbinde wegnehmen. Ja, vielleicht bist du noch zu sehr auf Dinge gerichtet von deinem Wahrnehmungsfilter, die zurückschauen und nicht nach vorne schauen. So, lass uns noch auf die zwei der Stäbe schauen. Wir haben hier die Tafel. Ja, hier geht es um Kommunikation, um Treffen. Das heißt, hier werden Treffen stattfinden und zwar mit Menschen, wo du schon vielleicht länger drauf gewartet hast, ja, oder einfach auch, es müssen auch keine Menschen aus der Vergangenheit sein, es können auch tatsächlich neue Menschen mit dem neuen Lebenskapitel in dein Leben kommen, wo ganz tolle Zusammenkünfte stattfinden, wo du dich vielleicht auch immer nach gesehnt hast, so wie so eine Art Seelenfamilie, die in dein Leben kommen möchte, ja, oder aber eben Menschen aus der Vergangenheit, die verändert zu dir zurückkommen und ja, mit dir eben auch diese Kommunikation und diese Nähe auch suchen, um eine Verbindung auch zu stärken. Also hier finden tolle Zusammenkünfte statt. Dann haben wir hier den Teufel. Hier haben wir auf den Teufel die Rose. Ja, hier ist einfach nochmal Vorsicht geboten, ja, weil das ist hier, wir lesen ja die Kombination der Karten und wie wir auch wissen, hat die Rose auch Dornen. Das heißt, hier ist tatsächlich nochmal der Hinweis, dass es kann tatsächlich wirklich sein, ja, dass zum Beispiel hier dieser unabhängige Mann, wo du ja sehr vielleicht auch sehr verunsichert warst, weil er so instabil sich verhalten hat, dass dieser Mensch tatsächlich nochmal versucht oder das Universum nochmal versucht, dich zu testen, ja. Und da einfach, wie der Fuchs auch schon sagt, sei wirklich wachsam, weil es kann wirklich sein, dass eben auch diese Annäherung auch nochmal Schmerz verursachen könnte, wenn du noch nicht in deiner inneren Stärke angekommen bist. Sobald du in deiner inneren Stärke angekommen bist, ja, kann dich von außen nichts mehr wirklich erschüttern, weil du dann so ein fest verwurzelter Baum bist, der auch jeden Sturm standhalten kann. Und hier, das muss nicht heißen, dass das hier negativ sein muss, aber einfach nur die Botschaft, sei wachsam
und lausche genau hin und hör nicht nur auf die Worte, sondern schau wirklich auch auf die Taten, ja? Weil das kann hier etwas sehr Verführerisches sein, wo vielleicht nochmal das Universum antestet, lässt sie sich nochmal zurückholen oder geht sie wirklich authentisch und selbstbestimmt ihren Weg jetzt in das neue Kapitel? Ist sie jetzt bereit für diese große Veränderung? Das nehme ich hier tatsächlich wahr. Genau. Sehr interessante Botschaft für heute. Lass uns nochmal zum Abschied, zum Schluss eine Herzenfühlenkarte nehmen, was hier noch eine Zusatzbotschaft ist. Oh, das waren zu viele. Das waren 5 Karten. Ich mische nochmal. So. Da ist eine gefallen. Ja, die Zusatzbotschaft ist die Lust. Ja, es kann unter Umständen sein, jetzt gerade mit diesem Teufel und der Rose, dass vielleicht die der Hintergedanke dieses Menschen ist, nochmal vielleicht mit dir diese lustvollen Momente zu spüren, aber eher auf oberflächlicher Weise, ja? Nicht sehr tiefgründig. Schau da bitte in dich hinein, hör in dich hinein, ja? Und wie gesagt, wie der Stern auch schon sagt, du darfst hier wirklich groß, groß, groß wünschen, ja? Und genau, stell dir wirklich die Frage, wo würdest du hinwollen, wenn du nicht scheitern könntest, egal in welchem Lebensbereich, ja? Und mit der Lust muss ja nicht immer eine Herzensverbindung gemeint sein. Es kann auch einfach sein, dass du hingehalten wirst, auch von einem Chef beispielsweise oder von Freunden, Familienmitgliedern. Das ist bei jedem von euch anders. Deshalb wirklich schauen, mit was du hier in Resonanz gehst. Ja, meine Lieben, das war die Botschaft für genau jetzt. Schau bitte immer, ob du in Resonanz gehst. Und wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich immer über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut. Tschüss.